Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie und heute möchte ich euch diese Box zeigen, die ich mit dem Stempelset oder beziehungsweise dem Produktpaket Gänseblümchen Glück, also dem Stempelset und der dazu passenden mittelgroßen Gänseblümchenstanze gezaubert habe. Und ja, bevor ich da große Worte verliere, legen wir los. Dazu benötigen wir ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß in den Maßen 16,1 x 16,1 cm. Nehmen das Stanz- und Falzbrett für Umschläge und legen das bei 4,5 cm an. Einmal Linie ziehen, stanzen und dann weitergehen bis zu 11,6. Nochmal stanzen. Und dann brauchen wir, weil es quadratisch ist, das hat ungefähr die Außenmaße 5x5x5, also eine quadratische Box, legen wir die Nase hier auf der Linie an. Das geht eben bei quadratischen, kann man komplett immer auf der Nase anlegen, wenn man einmal die Linien gezogen hat. Und letztendlich ist es dann auch immer auf der, bei der Zentimeterangabe, die wir anfangs genommen haben. Es ist nur einfacher, das eben an der Nase anzulegen, zumindest wenn man es gut erkennen kann. Wenn das einfarbiges Papier ist, da geht es immer deutlich besser, als wenn es farbiges Papier ist. Da sieht man das dann schlechter drauf, die Falzlinien. Und dann kann man sich immer noch helfen und dann an den Maßen sich orientieren. So, jetzt haben wir es einmal rundherum gefalzt und gestanzt. Legen es jetzt nochmal hier in den Eckenabrunder ein. Und können das Stanz- und Falzbrett dann schon wieder weglegen. So. Jetzt falten wir diese Linie nach. Und schneiden uns schon die Klebelaschen raus. Das heißt, rechts neben dieser Faltlinie, so ungefähr 1 cm reicht vollkommen, schneiden wir ein, auf der anderen Seite genauso und schneiden hier auch nochmal ein. So, dann können wir das so rausschneiden, hier noch ein bisschen anschrägen, das gleiche machen wir auf der Seite. Anschneiden hier, hier anschneiden, genau, das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite, hier wieder anschneiden, circa 1 cm neben der Falzlinie und an der anderen Falzlinie ebenfalls anschneiden. Dann steht die Grundform für die Box, steht schon. Schon wegtun. So, jetzt fangen wir an mit Stempeln. Wichtig ist bei dem Stempeln, gerade wenn es einen oben und unten gibt, ich werde hier mit Schrift bestempeln, dass man das immer dreht. Das heißt, ihr fangt irgendwo an. Beispiel, ich fange mit der Vorderseite an, weil ich bei der Vorderseite einmal das farbig noch raus oder hervorhebe. Genau. Von daher fange ich das dann an, bestempel das hier, drehe es dann rum und bestempel es dann der Reihe nach wieder so. Wieder rumdrehen und so weiter. Weil, wenn ihr es sonst hochklappt, wenn ihr es alles so runterstempelt, habt ihr es hinter auf dem Kopf stehen. Von daher starten wir so. Ich fange erstmal mit Schwarz an. Ich nehme wieder den Carpe Diem Stempel. Und das muss auch nicht ganz genau sein, also ganz genau in dem Sinne, dass es komplett der gleiche Abstand sein muss. Das kann auch ruhig ein bisschen variieren. So, jetzt mache ich das kurz sauber. Gehe jetzt in die Aquamarine blaue Tinte.
setze das mittig hier rein. Dann kann ich hier nochmal drüber stempeln. Und hier nochmal. Das wird man zwar nicht groß sehen, weil das die Klebelaschen sind. Oh. Aber so passt es dann. Und dann mache ich mit Schwarz weiter. Und dann immer gucken, dass es ein bisschen unterschiedlich vom Abstand ist, dass es nicht alles untereinander gleich aussieht. Kann man hier nochmal das mit reinnehmen. So, das ist die erste Seite. Die nächste Seite machen wir dann auch wieder so. Ohne dann, also ihr könnt da natürlich auch den farbigen Aspekt mit reinbringen. Muss aber nicht. Jetzt nehmen wir den Tombow und kleben das Ganze zusammen. Ein bisschen gedrückt halten, dass es zusammenklebt. So, und dann die andere Seite. Und dann haben wir schon die Basisbox fertig. Mir gefällt das mit dem Schwarz-Weiß ganz gut. Und dann kommt ja noch ein bisschen Farbe mit der Blüte hinter dazu. So, also das ist jetzt die Vorderseite. So, dann machen wir das so, weil die Banderole so rumkommt. Und dann passt es, wenn es hier so oben aufliegt. Aber das wird ja nicht geklebt, von daher kann man das auch immer noch variieren. So, jetzt brauchen wir die Banderole. Die hat die Maße 22 cm mal 2,5 cm. Und dafür brauchen wir jetzt wieder den Papierschneider. Und legen an bei 3 cm Falzen. Bei 8,1 cm, bei 13,2 cm und bei 18,3 cm. Die Seitenlängen sind 5 cm, das heißt, wenn ich das berechne, dann packe ich immer 5,1 pro Seite drauf, damit man die Kurven, also die Bögen hier noch mit einrechnet. Also wenn man es nur 5 cm Abstand macht, dann ist es zu knapp, dann ist es zu eng. Und so passt es wunderbar. Alles ausprobiert. So, das heißt, das knicke ich. Und pack das. Klebe es hier unten fest, weil so passt es genau drauf. So. Kommt hier ein bisschen Kleber hin. Dann bündig aufeinander kleben. Nur nicht zu feste. So müsste es passen. Wunderbar, dann haben wir das auch schon. Das ist die Vorderseite. Jetzt kommen wir zur Blüte. Und zwar habe ich davon für das Gänseblümchen 8-mal ausgestanzt. Und die packen wir jetzt hier drauf. Also unter 7 Stück kommen Klebepunkte. Und dann kleben wir die ineinander. Immer ein bisschen versetzt. Brauchen wir die nämlich gleich nur davon abzuziehen. So, jetzt fangen wir hiermit mal an. Einmal setzen die hier so ein bisschen versetzt drauf. Also kann es im Uhrzeigersinn machen, dass es immer ein Stück wieder weiter dreht.
Aber letztendlich gibt es da keine wirkliche Technik für. So. Weil wir wollen ja ein dickes eine dicke Blume da draus machen. Eine dicke Blüte vielmehr. Und das könnt ihr mit so vielen machen, wie ihr wollt. Also da gibt es keine Regel. Ich habe das jetzt mal mit 8 ausprobiert und fand es ganz schön so. So, ist noch eine. So, jetzt haben wir da so eine dicke Blüte. Und die knicken wir jetzt einfach so zusammen, als wenn das eine geschlossene Blüte wäre. Muss einem nicht wehtun in der Seele, das soll so sein. So, und dann kann man sie nach und nach ein bisschen wieder auseinanderfalten und ihr habt aber eine schöne Blüte. Jetzt habe ich überlegt, was ich in die Mitte reinpacke. Ich wollte farblich einen kleinen Kontrast haben und habe zwei Blümchen ausgestanzt aus dem, ich muss nachgucken, wie es heißt, aus dem Hirschset, aus dem Weihnachtsset, ist auch im Jahreskatalog wieder drin. Die zwei Blümchen, die packe ich jetzt auch mit Klebepunkten ineinander und setze die mittig rein. Also da ist egal, ihr braucht nur irgendwas, was so klein ist und was man da gut reinsetzen kann. Knickt die dann auch ein bisschen nach außen, packt unten drunter noch einen Klebepunkt, ja, und setzt es hier mittig rein. Und dann braucht ihr nämlich dazu dann nur noch einen Strassstein. So. Entschuldigung. Setzt den Strassstein hier in die Mitte. So, drückt das nochmal schön nach oben. Und setzt das mit einem Klebepunkt mittig hier drauf. So hatte ich mir das vorgestellt. Das könnt ihr dann biegen, wie ihr es mögt. Jetzt habe ich noch einen kleinen Streifen, ein kleines Bannerchen gemacht dazu. Da gehe ich hier kurz mit dem Falzbein drunter her. Nehme auch noch mal einen Klebepunkt und setze das hier so seitlich dran. Und schon ist die Box fertig. Und ihr habt eine wunderschöne kleine Box mit einem sehr sinnigen Spruch. Ich mag den Spruch total gerne. Carpe diem, ja, nutze den Tag, genieße den Tag. Ich denke, das sollte man tun. So, da habt ihr jetzt, könnt ihr es in unterschiedlichen Farben machen. Ich finde es wunderschön. Es ist mit Rot, sieht es bestimmt auch ganz toll aus. Also da kann ich mir so gut wie jede Farbe vorstellen. Und ihr habt eine wunderschöne kleine Schachtel. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese Inspiration zum Produktpaket Gänseblümchenglück. Und hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, was euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht wünschen würdet. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Liebe Grüße. Ciao.